Das ist mein Favorit aus der Kategorie Cortese. Cortese, eine Weißweinrebe aus Italien. Und vor allen Dingen ist sie zu Hause im Piemont und dort vor allen Dingen im Bereich Gavi bzw. Gavi di Gavi. Dieser Wein ist ein Cortese Gavi, wie es hier auch steht, aus dem Hause Molinetto, wie es hier steht. 2015er Jahrgang, habe ich erst vor ganz kurzem entdeckt. In Berlin auf einer Weinmesse, autochthone Weinmesse, wo man eigentlich sehr, sehr viele Weine probieren konnte von Rebsorten, die selbst Freaks kaum kennen. Also da waren Begrifflichkeiten von Wein aus aller Herren Länder, also Österreich, über auch überseeische Weine, bis hin eben auch zu italienischen Weinen. Und ja, Cortese ist auch eine autochthone Rebe, weil sie eben praktisch nur im Piemont vorkommt. Aber natürlich eine, die relativ bekannt ist und nicht so ein extremer Exot. Nun war es bisher bei mir immer so, dass ich ja das Piemont sehr liebe und es dort auch gute Weißweine gibt, zum Beispiel den Favorita von Blengio, den ich im Programm habe, oder natürlich auch andere Weine, Roero Arnais von unterschiedlichsten Erzeugern wie Bruno Chacosa, sind natürlich auch alles tolle Weine. Aber ein Gavi oder Gavi di Gavi, der wirklich eine wunderbare Frische hat und trotzdem seinen sortentypischen Charakter nicht verstecken muss, habe ich bisher nie gefunden. Und tatsächlich neulich, wie vom Blitz getroffen, ich konnte es wirklich nicht glauben, dass ein so guter Gavi tatsächlich existiert. Und ich habe tatsächlich damit auch diese Kategorie sozusagen eröffnet, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dieser Gavi ist es allemal wert, dass man einen im Programm hat. Und ich habe jetzt den Molinetto im Programm und freue mich darüber. Ist ein wunderbarer Weißwein, der so zu den grünen Rezeptdatenbanken-Empfehlungen getrunken werden sollte, wenn ihr danach schaut, aus diesem Weißweinglas. Und ich gebe diesem Gavi 93 Weingranaten.